Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. Morgen wollen die EU-Regierungschefs in Brüssel neue Milliardenhilfen für die Ukraine beschließen. Orbán gegen alle verhindert der ungarische Premier das Hilfspaket auch diesmal wieder. Wir schalten live nach Budapest, Kiew und Brüssel. Moskauer Bomberl im Prozess gegen Ex-Kanzler Kurz waren heute die mysteriösen Zeugen aus Russland dran, aber die angekündigte Bombe wurde das nicht. Teurer Stich, die Impfung gegen Gürtelrose wird für alle über 50 empfohlen, kostet aber 500 Euro. Warum bezahlt das die Krankenkasse nicht? Wenn sich morgen im EU-Ratsgebäude in Brüssel die 27 Staats- und Regierungschefs treffen, haben sie nur ein zentrales Thema, eine Erhöhung des EU-Budgets um 50 Milliarden Euro Ukraine-Hilfe für die nächsten Jahre. Die sollte eigentlich schon im Dezember beschlossen werden, aber einer der 27 hat das verhindert, der ungarische Premier Viktor Orbán, Wladimir Putins wichtigster Mann in der EU. Eine neue Blockade durch Orbán wollen die anderen Regierungschefs aber nun nicht mehr akzeptieren. Die kriegsgeplagte Ukraine braucht die Finanzhilfe dringend, aber sie braucht auch Kriegsmaterial, vor allem Munition. Doch auch da herrscht Ladehemmung. Aus Brüssel, Robert Siegmund. Wären die angedrohten Bauernproteste, die nun auch die Zufahrten zum morgigen EU-Gipfel ins Brüsseler Europaviertel mit ihren Traktoren sperren wollen, die einzigen Blockaden, die dem mäßig glücklich agierenden Ratspräsidenten Charles Michel Sorgen machen, dann könnte er heute Nacht wohl besser schlafen. Denn auch der streitbare ungarische Regierungschef Viktor Orbán blockiert. Und zwar die Zusage eines 50 Milliarden Euro Hilfspakets für die Ukraine. Orbán sagt erst heute wieder zu einem französischen Magazin, dass man nicht versprechen könne, bis 2027 bedingungslos Geld zu schicken, in Summe von eben 50 Milliarden. Genau das fordert aber etwa der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Ukraine brauche nun vor allem verlässliche und planbare Unterstützung, erst recht, da die Hilfe aus den USA immer ungewisser wird. Ratspräsident Michel warnt heute sogar vor einem Scheitern des morgigen Gipfels samt Gesichtsverlust für die gesamte EU. Als Kompromiss versucht man nun, Ungarn eine jährliche Aussprache über diese Hilfsgelder anzubieten, allerdings ohne Vetorecht. Ob Orbán darauf einsteigen wird, ist jedenfalls fraglich. Und auch Deutschland zeigt sich zunehmend verärgert. Man hat den Eindruck, den Löwenanteil der Ukraine-Hilfe stemmen zu müssen, auch militärisch. Das zeigt auch das EU-Versprechen, dass man Kiew bis März 1 Million Artilleriemunition liefert. Bis jetzt ist man aber nur bei der Hälfte und es wird wohl eher bis Jahresende dauern. Würden alle Mitgliedsländer so viel tun wie Deutschland, wäre die EU nicht gescheitert, ist Kanzler Scholz überzeugt. Es kann nicht alleine an Deutschland hängen. Tatsächlich wirft es Fragen auf, wenn das oftmals wiederholte Versprechen von einer Million Schuss binnen eines Jahres nun doch nicht eingehalten wird. Im Rahmen eines Treffens der EU-Verteidigungsminister heute in einem Brüsseler Palast sagt der österreichische General Robert Brieger, der aktuell Vorsitzender des Militärausschusses der EU ist. Man muss auf der Seite der Politik Ambitionen setzen, die dann auch entsprechend zu verfolgen sind. Und ich neige doch dazu, hier das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Es wird bis März gelingen, 524.000 Schuss von dieser Munitionssorte zu liefern. Und wir streben danach, die Produktionskapazitäten so zu erhöhen, dass dem Bedarf der Ukraine in Hinkunft besser entsprochen werden kann. Insgesamt und alles mit eingerechnet hat die Europäische Union bislang rund 85 Milliarden Euro ausgegeben, um die Ukraine zu unterstützen. Und wir gehen jetzt live zu unseren KorrespondentInnen in Budapest, Kiew und Brüssel. Und ich möchte mit Ernst Gellix in Ungarn beginnen. Ernst, was hat denn Orbán gegen die Ukraine-Hilfe? Will er mit seiner Blockade einfach etwas von der EU für Ungarn erpressen oder will er die Unterstützung für die Ukraine ganz grundsätzlich nicht? Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich will Viktor Orbán die noch blockierten 20 Milliarden Euro von den insgesamt 30 Milliarden frei bekommen, denn die ungarische Wirtschaft braucht das Geld dringendst und da ist ihm so ziemlich jedes Mittel recht, dieses Geld zu bekommen. Aber Orbán ist auch grundsätzlich gegen Finanzhilfe für die Ukraine und auch gegen Waffenlieferungen, weil er der festen Überzeugung ist, dass die Ukraine diesen Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann. Jeder Euro, der nach Kiew fließt, jede Waffe, die vom Westen in die Ukraine kommt,
würde den Krieg nur unnötig verlängern, das Sterben auf den Schlachtfeldern prolongieren und nichts bringen. Das ist die Überzeugung von Viktor Orban. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, alle, die Geld und Waffen liefern, sind Kriegstreiber, die einen Frieden gar nicht wollen. Viktor Orban ist auch gegen EU-Sanktionen gegen Russland, weil er auf Russland Rücksicht nimmt bzw. Rücksicht nehmen muss. Ungarn ist in hohem Maße von russischem Gas abhängig und Russland baut das ungarische Atomkraftwerk in Paksch aus. Es liefert die nötige Technologie und hat Ungarn auch einen 20 Milliarden Euro Kredit zur Verfügung gestellt. Also da sieht man schon, EU-Sanktionen passen dann nicht dazu. Rafaela Scheidt, der Orban war natürlich auch gegen die Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beim letzten Gipfel im Dezember. Er hat das auch blockiert, aber letztlich wurde das so gelöst, dass Orban den Saal verlassen hat, einen Kaffee trinken gegangen ist und die anderen 26 haben es dann einstimmig ohne ihn beschlossen. Wäre das nicht morgen auch ein Ausweg für die Finanzhilfe? Theoretisch ja, aber fraglich ist, ob Viktor Orban da noch einmal mitspielt, denn um das einzuordnen. Ja, mit diesem Kniff konnten dann die symbolisch wichtigen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine starten. Aber das, was im Dezember die Ukraine schon eigentlich gebraucht hätte, frisches Geld, um wirtschaftlich und militärisch nicht zusammenzuklappen, das hat Viktor Orban im Dezember weiter aufgehalten. Wie kann das also morgen ablaufen? Wir wissen, es gibt gerade ein Abendessen mehrerer Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, nicht weit von uns hier entfernt, aber mit medial gut abgeschottet. Unklar ist, ob Viktor Orban da auch mit dabei ist. Aber bei diesem Abendessen soll jetzt vor dem EU-Gipfel morgen ausgelotet werden, wie könnte ein Kompromiss aussehen, wie weit sind auch die 26 anderen Staats- und Regierungschefinnen und Chefs bereit, Viktor Orban entgegenzukommen. Wir wissen, die Bereitschaft ist da sehr endenwollend. Aber zweifellos, bei diesem EU-Gipfel steht morgen wieder Viktor Orban im Mittelpunkt und nicht so, wie das einige EU-Spitzen eigentlich wollen, die Ukraine. Aber Viktor Orban hat das sicher wohl mit einkalkuliert. Aber gehen wir in die Ukraine zu Christian Werschitz in Kiew. Wie dringend braucht denn die Ukraine dieses Geld? Oder anders gefragt, wie geht es denn der Ukraine nach 2 Jahren Krieg wirtschaftlich? Nun, die Ukraine braucht jeden Groschen oder jeden Cent, um es zu sagen. Denn man darf eines nicht vergessen, 20% des Territoriums ist besetzt, massive Zerstörungen in der Landwirtschaft. Man hat wieder versucht, diesen grünen Korridor besser zu entwickeln, dass man übers Schwarze Meer und über Odessa exportieren kann. Aber ganz generell massive Zerstörungen der Infrastruktur, natürlich massive Rückgänge bei den Exporten von auch Fertigwaren. Und daher braucht die Ukraine das Geld und ohne westliche Finanzhilfe, sprich Internationaler Währungsfonds, EU und anderer, könnte die Ukraine keine Pensionen auszahlen und nicht wirtschaftlich überleben. Also das ist ganz klar. Rafaela Scheidt, der EU-Außenbeauftragte Borrell, hat schon vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, man könnte die Ukraine doch einfach mit den eingefrorenen russischen Vermögen in der EU finanzieren. Das sind immerhin rund 300 Milliarden Euro, gigantisch viel Geld. Wäre das nicht ohnehin die viel elegantere Lösung? Elegant vielleicht, aber rechtlich unsicher bis fragwürdig. Ja, dieses Geld ist eingefroren, aber die EU kann nicht einfach darauf zugreifen und es verwenden. Was Sie ja ansprechen, das ist Vermögen der russischen Zentralbank. Die hat das in der EU vor Jahrzehnten hier angelegt. Und Experten sagen uns, so ein Schritt würde die EU hier einfach zugreifen, könnte auch zu globalen Verwerfungen führen. Es könnte dazu führen, dass Investoren, dass andere Länder das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt verlieren, dass zum Beispiel etwa auch China Geld aus der EU einfach abzieht, aus Sorge, dass die EU im Fall des Falles einfach darauf zugreift. Was aber jetzt auf EU-Ebene konkret wird, ist die Überlegung, dass man Zinserträge, die dieses Vermögen abwirft, dass man diese Zinserträge abschöpft und dann der Ukraine zugutekommen lässt, also der Ukraine schickt. Das wäre quasi im vergangenen Jahr, wären das etwa 5 Milliarden Euro gewesen. Da ist ein neues EU-Gesetz auf dem Weg. Aber selbst da hat die Europäische Zentralbank Bedenken und sagt, das könnte Investoren verschrecken und das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt schwächen. Ernst Gellix, vorgestern war der ungarische Außenminister zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine in einer grenznahen Stadt. Angeblich wurde dabei mit dem ukrainischen Außenminister sogar über einen möglichen Besuch Orbans bei Selenskyj in Kiew gesprochen. Ist dieses schwierige Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine, das Sie vorhin beschrieben haben, gerade dabei, sich zu verbessern?
Ja, es scheint doch eine vorsichtige Annäherung zwischen Ungarn und der Ukraine geben. Die beiden Außenminister haben ein gemeinsames Komitee ins Leben gerufen, das die Probleme zwischen den beiden Ländern ausloten soll und auch Lösungsvorschläge erarbeiten soll. Es geht da um die ungarische Minderheit in der Ukraine. Das sind etwa 170.000 Menschen. Und Orban sagt immer wieder, er sieht sich als Interessensvertreter der Minderheiten, also auch der Minderheit in der Ukraine. Er will die Interessen schützen. Und wie ich höre, scheint ein Treffen zwischen Orban und Selenskyj ziemlich fix zu sein. Es ist nicht mehr die Frage, ob es so ein Treffen geben wird, sondern nur noch wann. Nochmal zu Christian Werschitz in Kiew. Die Ukraine braucht ja nicht nur Geld, sondern, wie wir gehört haben, auch ganz dringend Waffen und Kriegsmaterial. Der Krieg steckt in der Sackgasse, hat schon vor Monaten der populäre ukrainische Oberbefehlshaber Saluschny gesagt. Aber den will Selenskyj jetzt offenbar entlassen, heißt es seit gestern. Was steckt denn hinter diesen Meldungen? Nun, es ist ganz klar, dass es zwischen Saluschny und Selenskyj massive Auffassungsunterschiede gibt über die Möglichkeit, diesen Krieg im Sinne von Selenskyj zu gewinnen, heißt Rückkehr zu den Territorien und den Grenzen des Jahres 1991. Man darf auch nicht vergessen, es ist die Sommeroffensive der Ukraine gescheitert. Im Herbst hat dann Saluschny klargemacht, er ist der Meinung, das ist ein Abnutzungskrieg bzw. eine Pattposition, an der wird sich nichts ändern, ohne dass es, wie er es wörtlich gesagt hat, eine Art Wunderwaffe gibt, um diesen ganzen Drohnenkrieg, der da mit tausenden Drohnen geführt wird, zu ändern. Und das ist ganz klar, dass hier offensichtlich ein Konflikt in der Militärstrategie zwischen politischer Führung und militärischer Führung besteht. Und das hat eben zu diesen Gerüchten geführt. Wir haben auch gehört, dass eigentlich diese Ablöse schon fix sei. Nur ist dem Selenskyj dann zurückgeschreckt, offensichtlich sie zu finalisieren, weil Saluschny eben bei den Streitkräften so populär ist und weil man in einer Situation, wo die Russen eigentlich vorrücken und man selbst Probleme hat, auf dem Landkrieg Fuß zu fassen bzw. die Positionen zu halten, nicht zu zusätzlichen Erschütterungen in den Streitkräften beitragen will. Und daher hat man das wohl abgeblasen, aber auch hier gilt wahrscheinlich, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, denn dieses Vertrauensverhältnis zwischen diesen beiden Personen dürfte kaum mehr existieren nach diesen offen aufgetragenen Meinungsunterschieden im Herbst durch Zeitungsartikel beispielsweise, die ja Saluschny geschrieben hat im britischen Economist. Christian Werschitz, Ernst Gellix und Raffaele Scheidreiter, vielen Dank für die Analysen und guten Abend. Und wir gehen noch nach Russland, wo Mitte März die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Das Ergebnis steht bereits fest, seit Wladimir Putin bekannt gegeben hat, dass er zum fünften Mal kandidieren wird. Aber ein Mann will ihn trotzdem herausfordern, der bisher wenig bekannte Oppositionspolitiker Boris Nadjestin, ein offener Kritiker des Ukraine-Kriegs, hat mehr als 200.000 Unterstützungserklärungen gesammelt und heute offiziell seine Zulassung zur Präsidentenwahl beantragt, wie Miriam Beller berichtet. In der Stadt Jakutsk im fernen Osten Russlands hat es derzeit bis zu minus 40 Grad. Doch selbst in der sibirischen Kälte strömen die Menschen vergangene Woche in das lokale Wahlkampfbüro von Boris Nadjestin. Tausende Kilometer entfernt in der Hauptstadt Moskau stehen die Menschen teilweise stundenlang in der Kälte an, um mit ihren Unterschriften die Kandidatur des 60-jährigen Politikers zu unterstützen. Um Nadjestin selbst geht es hier den wenigsten. Er war in den vergangenen Jahren als Lokalpolitiker im Norden Moskaus tätig und dürfte auch vielen seiner jetzigen Unterstützer vor wenigen Monaten noch kein Begriff gewesen sein. Aber eine Unterschrift für ihn ist eine seltene Möglichkeit des Protests. Ich würde sogar für einen glatzköpfigen Teufel stimmen. Etwas muss sich ändern. Ich bin froh, hier zu sein. Hier sehe ich, dass ich nicht allein bin, weil das kann manchmal sehr schwer sein. Heute kann Boris Nadjestin der Zentralen Wahlkommission in Moskau mehr als die geforderten 100.000 Unterstützungserklärungen präsentieren und er macht seine Position einmal mehr klar. Im Oktober habe ich einen Text veröffentlicht, der mit folgenden Worten beginnt. Ich trete bei den Wahlen als ein dezidierter Gegner der Politik des derzeitigen Präsidenten an. Ja, Putin hat mit der militärischen Spezialoperation einen fatalen Fehler begangen.
Nadjestin verspricht Friedensverhandlungen, die Rückkehr der russischen Soldaten nach Hause und ein Ende des Krieges. Positionen und Aussagen, für die andere Menschen in Russland schon ins Gefängnis gewandert sind. Habe ich Angst, verhaftet zu werden? Ich werde Präsident, dann befreie ich alle politischen Gefangenen. Eine gewagte Aussage auf vielen Ebenen. Dass die Wiederwahl Putins außer Frage steht, dürfte auch Boris Nadjestin klar sein. Und mit der Einreichung der Unterschriften hat der 60-Jährige zwar eine wichtige Hürde für die Präsidentschaftskandidatur genommen, doch es ist bei weitem nicht die letzte. Formale Fehler bei den Unterschriften waren schon im Dezember die Rechtfertigung der Behörden, um eine andere Oppositionskandidatin aus dem Rennen zu nehmen. 10 Tage hat die Wahlkommission nun Zeit, um zu entscheiden, ob Boris Nadjestin bei den Präsidentschaftswahlen antreten darf. Egal, wie diese Entscheidung ausfällt, die größte Überraschung, vielleicht auch für Boris Nadjestin selbst, ist, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. Und damit nach Österreich. Der heutige Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz war mit einiger Spannung erwartet worden. Immerhin hatte die Verteidigung eine Bombe angekündigt. Konkret 2 Geschäftsleute aus Russland. Denen soll Belastungszeuge Schmidt nämlich erzählt haben, die Staatsanwaltschaft hätte ihn unter Druck gesetzt und nicht alle seine Aussagen wären wahr. Heute waren die beiden Russen in die Moskauer Botschaft zur Videoeinvernahme eingeladen. Es kam allerdings nur einer und der hat sich etwas anders erinnert als in seiner schriftlichen Erklärung, die der Verteidiger von Kurz mitverfasst hatte. Martin Thür und Ulla Kramer-Schmidt über einen eher ungewöhnlichen Auftritt. Hier an der österreichischen Botschaft in Moskau wird heute ein russischer Geschäftsmann einvernommen. Ihm und einem Kollegen soll Thomas Schmidt bei einem Bewerbungsgespräch sinngemäß gesagt haben, dass nicht alles, was Schmidt vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt hat, richtig gewesen sei und er unter Druck gesetzt wurde. So steht es auch in einer vom Zeugen an der Botschaft im georgischen Tiflis abgegebenen eidesstattlichen Erklärung. Doch hier am Landesgericht in Wien, wo der russische Zeuge via Zoom zugeschaltet ist, hier rechts im Bild, wiederholt er dies nicht. Er hat mir nicht gesagt, dass er zu den Staatsanwälten gelogen hat. Das war nur mein Eindruck. Er ist ein kluger Mann, natürlich hat er mir das nicht gesagt. Der Richter lässt den Zeugen diese Aussage nochmal auf Englisch wiederholen, um es auch wirklich klar zu machen. Schmidt habe nicht gesagt, dass er vor der Justiz gelogen habe. Es hat ein bisschen gewirkt wie ein Trick, dass er ihn auf Englisch plötzlich angesprochen hat, um zu überprüfen, ob er wirklich mit Schmidt dieses Bewerbungsgespräch führen hätte können. Offen bleibt, wie die Verteidigung von Sebastian Kurz und seinem früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli zu den 2 bisher in Österreich völlig unbekannten Russen gekommen ist. Ich sage Sie nicht, wie Sie den Zeugen gefunden haben. Ich glaube, man sollte über die Substanz reden, das ist ja das Wesentliche. Auch der russische Zeuge kann nicht näher aufklären, wie die Verteidiger auf ihn kamen. Er habe einem Geschäftspartner geschrieben, etwas später hätte ihn das Team von Sebastian Kurz kontaktiert. Ich habe gar nicht vorgehabt, eine Aussage vor einem österreichischen Gericht zu machen. Die Rechtsanwälte haben mich kontaktiert und gefragt, ob das stimmt, was ich in meinem Mail an Herrn Basarow geschrieben habe. Eine interessante, etwas diffuse Geschichte. Aus der man sich wahrscheinlich erst einen Reim machen könnte, wenn man die anderen genannten Beteiligten hören würde und wüsste, was die sagen. Auch die Geschichte der eidesstattlichen Erklärungen muss der Zeuge den Staatsanwälten näher erläutern. Offenbar hat Kurzanwalt Otto Dietrich bei den Erklärungen geholfen. Ich bin kein Jurist, natürlich habe ich das mit einem Rechtsanwalt gemacht, mit einem österreichischen Rechtsanwalt, mit Otto Dietrich. Stellt sich die Frage, da ja der Zeuge was anderes ausgesagt hat als im Affidavit, ob dieses Beweismittel gefälscht wurde. Also ob ein unrichtiges Beweismittel hergestellt wurde oder ob das nur eine Verständnisschwierigkeit war. Wenn ich die Staatsanwaltschaft hier richtig höre, möchte sie den Verteidiger als Zeugen befragen? 3 Stunden wird Valerie Afinogenow zu dem Vorstellungsgespräch mit Thomas Schmidt befragt. Nach Verlassen der Botschaft in Moskau will er nichts sagen. Der 2. Zeuge konnte oder wollte heute nicht in der Botschaft aussagen. Er soll am 23. Februar einvernommen werden, dem planmäßig letzten Prozesstag. Eine hochwirksame Impfung, die allen Menschen über 50 offiziell empfohlen wird, kostet 500 Euro. Aber die Krankenkasse zahlt nichts dafür. Warum ist das so? Darüber berichten wir gleich noch nach den Kurzmeldungen. Fast 4 Monate nach Beginn des Krieges im Gazastreifen sind laut einem Bericht der BBC mehr als die Hälfte aller Gebäude zerstört oder beschädigt.
Das hat eine Analyse von älteren und aktuellen Satellitenbildern ergeben. Die Finanzprokuratur hat als Anwältin der Republik einen Insolvenzantrag gegen Signa-Gründer René Benko eingebracht. Das berichtet der Standard. Demnach gibt es offene Forderungen der Finanz gegen Benko. Eine offizielle Bestätigung für den Bericht gibt es noch nicht. Im Nationalrat ist das Informationsfreiheitsgesetz beschlossen worden und damit das Aus für die Amtsverschwiegenheit. Und zwar mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und SPÖ. Bund, Länder und Gemeinden sowie Unternehmen mit einem bestimmten Staatseinfluss haben künftig eine Auskunftspflicht. Der niederösterreichische Dämmstoffhersteller Brucher hat Insolvenz angemeldet. Beantragt wird ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Betroffen sind 500 Beschäftigte und rund 700 Gläubiger. Brucher produziert seit 75 Jahren Dämmstoffe für Industrie- und Gewerbebauten. Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche im Machfeldkanal in Wien Mitte Jänner hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 38-Jährige ist iranischer Staatsbürger, ebenso das Opfer, ein 45-jähriger Mann. Zum Tatmotiv will die Polizei noch nichts sagen. Zehntausende Menschen im Land bekommen jedes Jahr eine schmerzhafte Gürtelrose. Seit 2 Jahren gibt es dagegen eine sehr wirksame Impfung. Die beiden nötigen Stiche kosten zusammen 500 Euro, also sehr viel mehr als eine Grippe- oder Zeckenimpfung. Doch obwohl die Gürtelrose-Impfung ganz offiziell für alle Menschen über 50 empfohlen wird, beteiligen sich die Krankenkassen nicht an den Kosten, anders als etwa in der Schweiz, in Deutschland oder Italien. Für viele Menschen bleibt die empfohlene Impfung also de facto unleistbar. Julian Kern berichtet. Vor 6 Jahren ist bei Christine Reisinger im Urlaub die Gürtelrose ausgebrochen. Wir waren in Deutschland in Urlaub, die Rhein-Main-Mosel fort. Und der erste Tag ist ja noch ganz gut gegangen. Am zweiten Tag habe ich schon auf der Schulter da herum Schmerzen gehabt in der Nacht. Obwohl das Herpes-Zoster-Virus in 99% der Erwachsenen schlummert, bricht es österreichweit nur bei rund 40.000 Menschen pro Jahr aus. Für Betroffene kann das schmerzvoll sein. Und das ist in der Nacht ist ganz arg gewesen. Da habe ich mich dann, aber es ist 1:30 geworden und ich habe es in der Nacht und ich habe gespürt, die Schmerzen sind fast unerträglich. Die starken Schmerzen sind es auch, die laut der Virologin typisch sind für eine Gürtelrose-Erkrankung. Das sind sehr starke Schmerzen, die durch die Schädigung der Nerven im Rahmen dieses Zoster entstehen und die während dem Zoster auftreten können und aber auch bei manchen Personen über längere Zeit, über Monate starke Schmerzen verursachen, obwohl die Bläschen schon längst weg sind. Nicht nur bei Frau Reisinger war aufgrund der starken Schmerzen ein Spitalsaufenthalt die notwendige Folge. Laut einer Studie des Economica-Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Vorjahr verursacht die Gürtelrose-Erkrankung jährlich knapp 20.000 Spitalstage. Schmerzen, aber auch Kosten in der Höhe von rund 20 Millionen Euro, die durch eine Impfung reduziert werden könnten, sagt Studienautor Christian Helmenstein, der auch Chefökonom der Industriellen Vereinigung ist. Ein Hauptergebnis unserer Studie besteht darin, dass wir zeigen können, dass durch eine Gürtelrose-Impfung man einen dreifachen positiven Effekt erreichen könnte. Erstens ist es weniger wahrscheinlich, dass jemand an Gürtelrose erkrankt. Zweitens ist es viel weniger wahrscheinlich, dass, wenn man doch erkranken sollte, dass die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Und drittens ist es auch unwahrscheinlich, dass man sich dann weitere Folgeerkrankungen einhandelt. Seit 2 Jahren gibt es in Österreich die Herpes-Zoster-Impfung. Mit Kosten von rund 500 Euro fällt diese aber sehr teuer aus. Potenzial, Schmerzen weitgehend zu lindern, hätte sie aber, meint die Expertin. Ja, es ist vor allem, es verhindert einen Zoster in einem sehr beträchtlichen Ausmaß. Es ist nicht 100%, aber es gibt Studien, die sagen, dass eine Reduktion um 90% der Zoster-Wahrscheinlichkeit da ist. Das Gesundheitsministerium will sich auf ZIP-2-Anfrage nicht festlegen, ob sich die öffentliche Hand an den Kosten beteiligen wird. Man prüfe das derzeit, heißt es. Christine Reisinger würde sich mit ihrem Wissen von heute eine Impfung jedenfalls überlegen. Ja, das täte ich schon, weil ich bin kein Impfgegner. Aber wenn die ganzen Sachen, die ich halt davontragen habe, wenn die halt weggegangen, war mir recht, ne? Dann täte ich mich auch impfen lassen.
Da hat ein Vorarlberger letzte Nacht nicht schlecht gestaunt, als er in Bludenz mitten im Wohngebiet einem Wolf begegnet ist. Das laut dem Wildbiologen des Landes offensichtlich verängstigte Tier schlich in der Nacht durch die sogenannte Südtiroler Siedlung und wurde dabei von einem Autofahrer gefilmt. Heute Nachmittag hat die Bezirkshauptmannschaft dann einen sogenannten Entnahmebescheid erlassen. Der Wolf darf also von Jägern geschossen werden. Der Wildbiologe vermutet, dass der Wolf wieder in den Wald zurückgelaufen ist. Es bestehe jedenfalls kein Grund zur Panik, sagt er. Und falls Sie tatsächlich mal einem Wolf begegnen, sollten Sie sich verhalten wie bei einem herrenlosen Hund, empfiehlt der Wildbiologe, ihn mit strenger Stimme verscheuchen und sich selber ruhig zurückziehen. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Das Wetter. Ein Wolkenband mit Regen und Schneefall trifft morgen bei uns ein. An der Alpen-Nordseite kommen oberhalb von 1000 Meter ein paar Zentimeter Neuschnee dazu. Im Süden ist es morgen weitgehend trocken mit etwas Sonne. Überall sonst beginnt es im Laufe des Tages zu regnen, auf den Bergen zu schneien. Im Norden und Osten wird es zudem windig. Und der Wind bleibt am Wochenende sehr lebhaft und es wird zeitweise sonnig sein. Letzte Schauer ziehen am Freitag durch. Es bleibt mild für Anfang Februar. Und damit verabschieden wir uns von allen, die auf Dreisat dabei waren. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und hier in ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und mit einer Bestandsaufnahme 4 Jahre nach dem Brexit. In der Kleinstadt Boston im verarmten Osten Englands herrscht Ernüchterung. 75% haben hier für den Brexit gestimmt, so viele wie sonst nirgendwo in Großbritannien. Für sie war es Ausdruck des Widerstands gegen die rasante Globalisierung und den wirtschaftlichen Niedergang, gegen Arbeitslosigkeit und Niedriglöhne. Doch auch 4 Jahre nach dem Austritt aus der EU sind die Probleme noch die gleichen. 400.000 Menschen mit einem Behindertenpass leben in Österreich. In politischen Ämtern sind Menschen mit Behinderung aber kaum vertreten. Dazu ist die Behindertenanwältin Christine Steger heute noch zu Gast in der ZIB 3 um 22.45 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.